Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Die Kettengreifer-Hängepartie steht noch aus und das war gar nicht einfach. Zumindest habe ich das, hoffentlich letzte. Ich weiß es nicht, ob danach noch was kommt. Habe ich zumindest nicht ganz kapiert. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Und, geben unser Bestes und wenn nicht, machen wir erstmal eine andere Mission. So, das hier sollte jetzt hoffentlich noch easy peasy sein. So, den schnappt er sich. Dann kommen wir schön hier rüber. Das war ein bisschen zu früh. Da hätte ich ein bisschen weiter nach rechts, nach links rüber gemusst. So zum Beispiel. Ja, das passt doch. Na, dann lauf mal rüber. Gib mir meinen Schlüssel. Dankeschön. Yebi! Nix wie rein. Oh Gott, Goomba. So, bitte einmal hier absetzen kurz. Damit ich meinen Pilz bekomme. Damit ich meinen Pilz direkt wieder verliere. Toll, dafür habe ich jetzt wertvolle Sekunden verschwendet. Toll. Bitte einmal hier rüber. Ah, hätte ich noch ein bisschen weiter nach rechts gemusst. So. Zweiter Schlüssel. Und der dritte. Das ging ja eigentlich auch noch. So, einmal hier ab. Mist. Hat er jetzt nicht abgesetzt? Einmal hier absetzen, bitte. Dankeschön. Vielleicht noch ein. Man weiß ja nie. So ein zweiter Goomba kann nicht schaden. Okay. Jetzt haben wir schon mal zwei hier. Okay. Nein, 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 nein. Schön hier rübersetzen. Wundervoll. Okay. Das hätten wir soweit. So, die können wir ja hier eigentlich nichts anhaben. Dankeschön. Und jetzt gucken wir mal. Schnapp mir jetzt erstmal ein paar Münzen. Du schnappst dir jetzt bitte erstmal ein paar Goombas. So, und jetzt legst du den bitte, so weit es geht. Das hat natürlich der Pow-Block nicht hingehauen. Ja. Und jetzt verstehe ich nicht, warum er den sich wieder greift. So. Ja! Ah! Ich hätte mich nochmal direkt runter platzieren müssen, damit er ihn, nachdem er ihn nochmal gegriffen hat, direkt wieder fallen lässt. Okay. Das hätte ich vielleicht noch beim letzten Mal dann schon schaffen können. Aber gut. Natürlich kommt noch was. Es war nicht das letzte. Oh shit. Ich habe so eine Angst. Oh Gott. Komm so bitte mal. Nein. Kannst du jetzt bitte mal den Goomba da absetzen? Danke. Oh shit. Oh, das wird böse. Es ist zwar keine Feuerkutsche, aber wir haben schon wieder zumindest so eine Kutsche, ne? Eigentlich hat das dann doch im letzten Part gepasst. Schade. Schade, dass wir es da nicht mehr hinbekommen haben. Oh, Mist. Wollte noch hochfliegen. Egal, jetzt haben wir's. Prima. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Und ob die faulen Säcke da oben sich jetzt endlich wieder in Bewegung setzen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Arbeitsverweigerung, Sauerei. Nö, die streiken immer noch. Was können wir da machen? Ich irgendwie da hoch? Was mit dir? Ey, du liegst ja noch faul in der Sonne. Danke fürs Gespräch. Hey, Herr Radierer, radiere doch bitte mal den Toad aus. Hey Kleiner, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Du hilfst mir und ich lösche die Steine auf der Röhre da. Eine Hand wäscht die andere. Das ist ja heiß! Ein heißer Regen. Die Zielpersonen sind Hotheads. 7 Stück. Wie? Du weißt nicht, wie man Hotheads los wird? Tja, das ist ein Problem. Vielleicht kannst du dir von Ort irgendein Hilfsmittel beschaffen. Besiege mindestens 7 Hotheads und erreiche das Ziel. Let's go! Oh mein Gott.
Hilfsmittel brauche ich. Yeah! Oh! Oh shit, mein Helm! Krieg ich nochmal ein? Das könnte jetzt wahrscheinlich von der Zeit her knapp werden, ne? Ja, was mache ich denn da? Ha. Oh, cool. Na toll, wenn ich das gewusst hätte. Einfach von unten dran springen, oder? Komm. So, zack. 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 Nein! Natürlich beim letzten nicht. Egal, es reicht jetzt eh nicht mehr von der Zeit her. Oh, vielleicht reicht's noch. Cool. Das war halt auch nur ein Stern, ne? Hey, 17 Münzen. Na, immerhin. Da bin ich ja fast schon zufrieden. Gut gemacht, Kleiner. Dann werde ich dich mal ausradieren. Sieh sie dir an. Dieses ätzende Braun. Diese fiesen Risse. Da hilft nur Töten. Oh mein Gott. Und der rubbelt sich ein. Oh je. Nett. Niet. Urks. Mach doch hier keinen Murks. Okay, cool. Willst du jetzt noch diese Wand hier wegradieren? Das fände ich ziemlich lässig. Hey, Kleiner. Willst du noch einen Job für mich erledigen? Vielleicht stolper ich dann ganz zufällig gegen diese Steine, die hier den Weg blockieren. Ein stacheliger Job. Oh Gott. Oh mein Gott, Stachis. Nein. Die Zielpersonen sind Stachis, 15 an der Zahl. Einfach von oben drauf springen ist nicht. Aber als Profi wirst du dir sicher zu helfen wissen. Improvisiere. Kann ich bitte einfach eine Feuerblume haben? Einfach so. Das wäre sehr freundlich. Yay. Okay, cool. Oh, Zielbedingungen wurden noch nicht erfüllt. Schade. Hier ist eine Röhre. Okay. Okay, cool. Oh, shit. So nicht. So nicht. Zwicht. Wie könnte das funktionieren? Mit Hilfe des Zwomps? Kann man überlegen. Wie funktioniert denn das? Oh. Ich habe ein dezentes Problem. Ja, Tatsache, mit Hilfe des Twomps. Ich werde bekloppt. Oh, ist das fies. Ja, wie soll ich denn... Warte mal. Ah, wenn ich weit genug runterfalle, könnte ich vielleicht den Twomp schon auslösen? Ja! Ohne, dass ich absteigen muss. Okay, cool. Brauch nur ein bisschen Timing. Dann läuft die Sache. Oh, schön. Das macht Spaß, das ist cool. Oh, einer noch. Ja. Yeah. Yippie. Gut. Radierer, ich muss sagen, deine Missionen gefallen mir. Mach mal die Wand da weg. Komm, jetzt will ich die Hub-World auch mal genauer erkunden. Mario soll in die große, weite Welt hinausgehen. Ja, radier mal aus hier. Nimm mal dieses ätzende Braun. Dieses ätzende Braun. Ha, du würdest die AfD auch nicht wählen. So, eine Röhre frei und ein Weg frei. Was mag uns nun erwarten? Irgendwas müssen wir ja tun. Ich meine,
Die Bauarbeiter setzen sich ja nicht wieder in Gang. Gut, ich könnte noch weiter Missionen machen, aber pfff. Tolli ist ja gar nichts. Kann ich ja wenigstens in die Röhre rein? Herr Röhrig? Oh oh. Hab ich dir wehgetan? Fuck you! Oh Gott. Tagchen. Zeit für einen kleinen Auftrag. Du wirst es nicht bereuen. Schaffe, schaffe. Ich werd bekloppt. Das ist mein... Das ist mein Videotitelwitz aus dem ersten Part. Ich hab das nicht gewusst. Ich hab es wirklich nicht gewusst, dass das hier auch kommt. Vor allem verstehen Kinder den, glaube ich, gar nicht. Schaffe, schaffe, Häuslebauer. Wer kennt das noch? Ey, ist wundervoll. Ey, ich liebe dieses Spiel gerade dafür. Schaffe, schaffe, Ausrufezeichen, Blockbauer. Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle. Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichen, Blöcken abmessen? Kleiner Tipp, mit L unten kannst du in der Luft eine Stampfattacke ausführen. Damit dehnen sich die Y-Blöcke, Ausrufezeichenblöcke, auf einen Schlag komplett aus. Ich baue auf die... Oh mein Gott. Auf diese Steine können sie bauen. Mauritius. Kein Product Placement. Yeah! Ja, genau, Mario. Gut. Ich will ein Power-Up. Danke. Hockadagadagada. Hockadagadagada. Und... Ah, schön. Hä, wie geht denn das jetzt? Schaffe, schaffe, Stammwattage mache. Oh shit. Oh yeah. Oh boy. Oh my god damn. Holy smokes. Oh yeah, diddly day. Und wozu könnte ich den Ausrufezeichenblock da unten gebrauchen? Doch nicht etwa für die. Aber nicht für die gelbe Röhre da, oder? Bestimmt für die gelbe Röhre. Wie sollte das denn jetzt funktionieren? Darf ich nochmal gucken? Für einen Spaß. Komme ich ja nicht. Ja, das muss über eine. Da führt eine blaue Röhre rein. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ach so, Wandsprung kann ich auch mal, ne? So. Ai, wunderbar. So. Das führt mich zwar nicht in die gelbe Röhre rein, aber immerhin dient sie mir als Untergrund. Das ist ja auch schon mal was. Oh, shit. Ah. Ah. Okay, cool. Aber dank meiner Geldgeilheit müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen. So, okay, weiter geht's. Ah, schön. Cool. Yeah. Ah, oh, einmal ganz oben landen. Haben wir das eigentlich jemals gemacht bisher in diesem Let's Play? Gab immerhin nochmal 10 Münzen oben drauf. Da guckst du, Mauritius. Da bist du beeindruckt jetzt, ne? Oh, so knapp vor 1100. Herzlichen Dank, da fällt mir Bauerstein vom Herzen. Dann werde ich jetzt gleich mal schaffen gehen und was Schönes bauen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Schaffe, schaffe. Häuslebauer.
Geil. Wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Schöne deutsche Übersetzung. Und es freut mich, dass das mein Titel aus dem ersten Part doch so passend war. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock hergerufen. Gib ihm doch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Da kommt denn die Klapsmühle. Ich hätte da noch einen Auftrag für dich als Belohnung. Ist was richtig Gutes. Weit und breit Dunkelheit. Das sind mir zu viele Eid-Wörter, tut mir leid. Oh, war das der Fragezeichenblock? Jetzt ist er Captain Toad. Hahaha, okay. Weit und breit Dunkelheit. Als letztes hast du die Aufgabe, mein Haus zu finden. Dann wirst du die Krumis entdecken, die Sicherung für den Keller raus... Was? Nein, egal. War die Sicherung raus, der ist im Keller, alles düster. Könntest du mal nachgucken, wie geräumig der Keller ist? Mal gucken, wie geräumig er ist. Jetzt bin ich ja doch mal so ein bisschen gespannt, ne? Oh nein. Oh, sowas ist gar nichts für mich. Ich springe dann immer zu weit. Oder traue mich nicht zu springen. Oder springe zu kurz. Oder mache irgendwas anderes verkehrt, woran ich jetzt gerade nicht denke. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Angst. Ein bisschen zumindest. Schaffe, schaffe, Pilzfresse. So, okay. Pilzlefresse. Warum denn? Yes! Ah, oh, schade, da kommt man nicht oben drauf. Das ist ja schade. Das finde ich tragisch. Das ist tatsächlich so ein bisschen, ne? Also, das finde ich traurig. Wenn man einen anderen Weg so. Das ist doch kein anderer Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ach, Mann. Okay, und jetzt? Ah, okay, yay macht's. Ja, wenn's yay macht, dann ist ja alles kein Problem. Mit yay kann ich leben. So wie damals bei Gabby J. Sein yay wird mir immer in Erinnerung bleiben. Auch weil er der Einzige ist bei Super Punch-Out, den ich besiegen kann. Nein, das nicht. Bis Bob Charlie komme ich schon. Manchmal schaffe ich sogar Dragon Chan noch, aber hinter Dragon Chan ist dann auch tatsächlich Schluss. Also, ich glaube, Muscle heißt der, glaube ich, oder? Ja, den habe ich noch nie besiegt. Ich bin unfassbar schlecht in Punch-Out. Das Schlimme ist, jeder, der dieses Projekt sieht, glaubt mir das. Mann! Jetzt habe ich auch noch meinen schönen Pilz verloren. Wer weiß, was jetzt hier noch für fiese Fiesigkeiten lauern. Oh, danke. Bing bong. Hast du eine Idee, Mario? Oh, es ist der heilige Mario. Entweder das oder Mr. Bean fällt gleich vom Himmel. Okay. Yahoo. Wirklich? Ich habe die Sprungtaste gedrückt. Mann. Ich hab sie gedrückt. Vielleicht zu spät. Egal. Das gab immerhin ordentlich Münzen obendruf. Also will ich mich mal nicht beschweren. Dann wirst du gleich mal Schaffe gehen, was schön ist, oder? Ja, Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Immer noch schön. Als Belohnung habe ich einen versteckten Block hergerufen, der mir was schuldet. jetzt gibt's wieder Inkasso hier. Er ist etwas schüchtern, er mag rote Blumen. So weit kommst du auch, dass ich für Blöcke irgendwelche Blumen sammle. Das war schlimm genug, dass ich das für Henrietta in Mickey Epic machen musste. Und jetzt kommst du wieder damit. Yay! Der Hund hat auch noch was. Der ist irgendwie auf den Hund gekommen. Oh, Fragezeichenblöcke. Schade, komm nicht ran.
ist das denn hier? Interessant. Und was ist mit dir los? Piranha Plente. Ich kann dich nicht töten, ne? Hey, Hund. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Okay. Neuer Auftrag. Komm, dich Mama noch. Komm, rückgängig schon. Ich mag dich. Evakuierung im Panzer. 3 Sterne. In letzter Zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch. Bitte bring mir etwas, worunter ich mich verstecken kann. Erreiche das Ziel in einem Knochentrockenpanzer. Das könnte eventuell brutal werden. Mal gucken. Noch was richtig Brutales für den Abschluss? Kommt sofort. Und Super Mario Bros. 3, was ich eigentlich mag. Bisher sorgt das Spiel dafür, dass ich es nicht mag. Ich weiß auch warum. Ich weiß warum. Hilfe. Hilfe. Ich hatte kurz Angst, zermatscht zu werden gerade. Weiß ja nie. Und irgendwann passiert es tatsächlich da oben an der Decke. Oder sind irgendwelche fiesen Stacheln. Oder irgendwelche fiesen Stachis. Oder irgendwas anderes, was stachelig ist. Zum Beispiel Marios Bart. Ja, oder sowas. Röhren die Erzfeinde des Mario. Oh Gott, das wird wirklich böse. Das wird... Oh yeah! Oh. Entschuldige, Knochen trocken. In dieser Suppe bleiben die Knochen nicht so trocken. Durch, 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 durch. Bin Batman! Dö, dö, dö. Was? Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja, nicht alles im Leben muss Sinn ergeben. Oh Gott, 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 oh Gott. Wahnsinn. Ja, wie soll ich denn? Ach so, ich kann ja auch sprechen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine pure Auswendiglernerei dieses Levels. Da haben wir jetzt eigentlich keine Zeit mehr, oder? Ja, wenn ich das Muster einmal gelernt habe, dann geht's ja. Also, das ist eigentlich, hier musst du eigentlich nur ein bisschen tryharden, dann klappt das schon. Also, aber erstmal den Aufbau des Levels ein bisschen verinnerlichen. Das ist natürlich jetzt so die Sache. Das könnte doch ein Part in übermäßiger Überlänge werden. Dabei haben wir ja nicht mal Fortschritt gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, sagte Mario, komm runter. Komm runter. Ich muss hier schneller rüber auf jeden Fall. Ich darf hier nicht stehen bleiben. So, zack. Und erstmal hier rein. In die Nische und meinen Aufenthalt genießen. Ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen ist gut. Meine Knochen sind definitiv nicht mehr trocken. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, oh nein. Haha, haha, haha. Runter, 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 runter. Hoch, 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 hoch. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, oh, oh nein, oh nein. Oh nein, das ist das Ziel, das ist Ziel. Erreiche das Ziel. Würde es jetzt bei Super Smash Bros. Heißen auf dem N64, aber auch hier. Cool. Oh, da hatte ich nochmal ein bisschen... Hat man mir angemerkt, dass ich ein bisschen Angst hatte? Ich glaube nicht, oder? Ich war die Ruhe selbst die ganze Zeit über in dieser Mission. Die Ruhe selbst. Ja, Mario, guck zum Baum. Ach so, da ist ja noch was anderes. Und? Pass auf. Das gefällt mir irgendwie so ganz und gar nicht. Spitz, pass auf. Ist noch ein Auftrag. Wow. Eddie Wally, wow. Die Kettenhunde sind los. 4 Sterne. Oh mein Gott. Was machen wir heute nicht mehr? Ja.
Aber wie geht es weiter? Werden die Bauarbeiter jemals wieder ihre Arbeit fortsetzen? Oder wie viele Nebenmissionen gibt es hier eigentlich noch? Und haben wir wirklich eine Chance, das alles zu schaffen? Das erfahrt ihr im nächsten Part von Super Mario Maker 2, dem Abenteuermodus. Bis dahin!